Hey Freunde, es ist Philipp von Appelschlemm.de und heute möchte ich euch 7 Punkte nennen, die ihr im Umgang mit Referenzsongs falsch machen könnt und das wäre nicht unbedingt gut. Bevor ich euch die Dinge verrate, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann unbedingt die Glocke aktivieren, denn nur so werdet ihr wirklich über jedes meiner neuen Videos informiert. So, jetzt zum eigentlichen Punkt, nämlich 7 Dinge, die du im Umgang mit Referenzsongs falsch machen kannst. Punkt Nummer 1, du versuchst den Sound 1:1 zu kopieren. Das wird dich extrem frustrieren, ja, weil es sind halt andere Elemente drin. Also man kann es nicht 1:1 zu 100% so umsetzen wie im Referenzsong. Außer ihr baut einfach ja, quasi eine Coverversion. Dann kann man es natürlich versuchen. Aber wenn ihr euren eigenen Sound habt und den versucht auf einen Referenzsong quasi anzuwenden, werdet ihr immer Probleme haben und werdet auch dementsprechend nicht zufrieden sein. Das führt auch gleich zu Punkt Nummer 2. Ihr habt zu große Erwartungen daran, ja, weil ihr jetzt einen Referenzsong nutzt. Ihr müsst es immer noch so vergleichen. Ein Referenzsong, es kommt halt drauf an, was ihr da nehmt, aber in der Regel, wenn ihr professionelle Mischungen oder Masterings nehmt, ist es so, dass diese Songs wirklich von Meistern in ihrem Bereich gemacht worden sind und vielleicht auch, beziehungsweise es sind auch viel, viel mehr Leute dran beteiligt. Jeder hat einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ihr versucht alleine den Sound nachzubauen, zu kreieren und vielleicht mit eurem, ja, minimalen Aufwand quasi als Hobby sozusagen und das sind halt wirklich Profis mit den besten Geräten, wobei, wie gesagt, von den Geräten bin ich auch nicht so überzeugt, aber ein gewisses Maß an Qualität ist halt schon erforderlich, um einen bestimmten Sound zu erreichen und deshalb, ja, ihr solltet nicht zu große Erwartungen haben, denn dann werdet ihr in der Regel nur enttäuscht, was die Referenzsongs angeht. Also es sind erstmal 2 kleine Downer am Anfang. Aber ihr wisst ja, wie wertvoll ein Referenzsong sein kann. Falls nicht, dann schaut euch unbedingt mein Referenzsong-Video nochmal an, wo ich erkläre, wie ich diese nutze. Dann Punkt Nummer 3 ist, ihr habt zu wenig Referenzen, ja, beziehungsweise nicht unbedingt die passenden Referenzen, denn ihr könnt natürlich bei einem Song zum Beispiel, oder ein Song, ihr nehmt einen Song und findet an dem Song wirklich alles super, wirklich perfekt, ja. Aber der Song hat zum Beispiel eine 808 drin, die ihr bei eurem Song nicht habt. Und das wird schon zu extremen Problemen führen, denn gerade bei 808s, ja, oder bestimmten Elementen ist es so, dass ihr, das könnt ihr nicht faken, ja. Ihr könnt nicht einfach die normale Kickdrum zum Beispiel so auf, ja, boosten, sage ich mal, wie das zum Beispiel eine 808, ja, darstellen würde im Bassbereich. Und das ist halt ein großes Problem, ja. Dann würde ich euch empfehlen, nehmt den Song als Referenzsong, aber sucht euch unbedingt nochmal einen zweiten, der vielleicht ja, quasi diese 808 drin hat, beziehungsweise nicht drin hat, ja. Damit ihr das besser mit euch, mit eurem Song, der dann entweder eine 808 drin hat oder nicht, jetzt ist es speziell 808, aber das kann sich auch auf andere Sachen beziehen, ne? Zum Beispiel auf einen gewissen Synthesizer, ja. Wenn ihr zum Beispiel einen Song, eine Klavierballade, eine Popballade mit einer Synthesizer-Popballade vergleicht, dann wird das auch, ja, nicht unbedingt zum Erfolg führen. Zumindest nicht, wenn ihr dann den Synthesizer in eure Referenz mit einbeziehen wollt. Ja, denn dann habt ihr vielleicht nur das Klavier, was ihr quasi als Referenz nutzen könnt. Und das wird nicht hundertprozentig funktionieren. Dann schaut, dass ihr noch einen zweiten Song bekommt, der einen ähnlichen Synthesizer drin hat, um da die Balance zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. So, dann der nächste Punkt ist, ihr müsst eure Referenzsongs kennen. Wenn ihr eure Referenzsongs nicht kennt, dann bringt euch der beste Song da drin nichts oder der schönst gemischte Song nichts, denn es wird euch nicht weiterbringen. Ihr müsst diese Referenzsong auf jeder Anlage kennen, die ihr besitzt und auf anderen, ja. Hört diese Songs wirklich überall und versucht euch jedes Detail einzuprägen. Achtet drauf, wie der Bass im Auto klingt zum Beispiel. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn ihr einen Referenzsong habt, wo der Bass extrem gut im Auto klingt, dann wisst ihr, auf diesen Bass könnt ihr euch in der Regel verlassen. Oder diesen Referenzsong, wenn es um Bass geht, könnt ihr euch verlassen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt.
dass ihr eure Referenzsongs wirklich kennt und vor allem auf verschiedenen Anlagen kennt. Denn so könnt ihr zum Beispiel in jedes x-beliebige Studio gehen und wisst sofort, mit ein bisschen Übung natürlich, wisst sofort, wie dieser Raum klingt, wie die Anlage klingt, beziehungsweise worauf ihr euch dort einlassen müsst. Ihr habt immer diesen Referenzsong quasi, um euer Ohr zu kalibrieren. Das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, ihr müsst eure Referenzsongs kennen. Vor allem, wenn ihr in verschiedenen Umgebungen mischt. Wenn ihr natürlich den Song jetzt einfach in die DAW reinladet, um das mit einem anderen Song zu vergleichen, müsst ihr ihn nicht hundertprozentig kennen, ja, dann könnt ihr auch analytisch rangehen, so wie ich das auch in dem Video zeige, wo ich quasi zeige, wie ich mit Referenzsongs umgehe. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Nachteil, wenn ihr euren Referenzsong nicht auf verschiedenen Anlagen kennt. Genau, dann der nächste Punkt. Eigentlich, ja, somit der wichtigste Punkt ist, dass ihr, vor allem im Bassbereich ist es extrem wichtig, dass ihr Referenzsongs nutzt mit der gleichen Tonleiter, beziehungsweise mit dem gleichen Basston. Denn gerade bei den Bässen ist es so, diese haben so viel Energie, und wenn ihr einen Raum habt, wo ihr quasi, ja, wenn der nicht optimiert ist, dann wird es dazu führen, dass gewisse Bassfrequenzen ausgelöscht sind, andere wiederum geboostet werden. Um das halt besser vergleichen zu können, ist es extrem sinnvoll, wenn ihr den gleichen Bassbereich in den Songs habt, die da quasi spielen. Und dann könnt ihr wirklich optimal vergleichen, ob das jetzt normal ist, dass es auf einmal so ganz brummt oder der Bass einmal vielleicht sogar komplett weg ist, obwohl da ein Bass ist. Das könnt ihr dann besser vergleichen, und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, ja, den ihr benötigt, um das Material, um den Referenzsong bestmöglich zu nutzen. Ihr könnt es natürlich auch machen mit Songs mit anderen Tonleitern, aber wie gesagt, gerade im Bassbereich ist es sehr, sehr wertvoll, wenn ihr einen zweiten Song nutzt, der wirklich die gleichen Frequenzen sozusagen anspricht. Ganz wichtiger Punkt. Also, nochmal zusammenfassend, beziehungsweise der letzte Punkt wäre quasi noch, ihr solltet einen genreähnlichen Song wählen. Denn es nützt euch nichts, wenn ihr gerade einen Rap-Track macht und ihr nehmt einen Jazz-Song als Referenzsong. Ja? Oder habt nur den Jazz-Song als Referenzsong. Wenn ihr mehrere habt, könnt ihr natürlich gewisse Elemente übernehmen, klar. Aber wenn ihr jetzt, wie gesagt, einen Rap-Song nehmt und ihr wollt wollt einen Rap-Song mischen und ihr nehmt irgendwie einen Metal-Song, dann passt das einfach nicht. Ja? Zumindest zu 99,9% werdet ihr damit nicht zum Erfolg kommen, denn da sind ganz andere Instrumente drin, die Stimmen sind ganz anders. Wie gesagt, Effekte werden anders genutzt. Man kann das natürlich als Inspiration nutzen, ganz klar, würde ich auch nicht verneinen. Aber wenn ihr gerade analytisch rangehen wollt, dann nutzt genreähnliche Songs, denn die helfen euch da definitiv mehr als genrefremde Songs. Also, nochmal zusammenfassen, du solltest den Sound nicht versuchen zu kopieren, das wird nicht zum Erfolg führen. Geh nicht mit zu großen Erwartungen ran, ja, denn da sind wirklich mehrere Profis an einem Song dran, was immer in der Regel ein besseres Resultat, ja, erbringen wird, als wenn du alleine quasi in dem Homestudio versuchst, das zu machen. Natürlich, mit einer gewissen Erfahrung wirst du besser und besser und besser, wenn du die Tipps und Tricks dann auch beherzigt, die ich dir vielleicht auch teilweise gebe, hoffentlich wirst du besser und kannst es besser anwenden, und dann wirst du auch die Erwartung erfüllen können an dich selbst. Aber gerade als Anfänger vielleicht oder als Einsteiger, setz die Erwartung nicht zu hoch, nur weil du jetzt einen Referenzsong nutzt. Versuch dich dran zu orientieren, aber sieh es eher als so einen gewissen Leitfaden, ja, an dem du dich quasi so, ja, langhangelst, ne? Dann solltest du auf jeden Fall die gleichen Levels nutzen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja? Denn wenn du nicht das gleiche Level nutzt, dann hast du ein Riesenproblem. Denn lauter klingt in der Regel besser. Gerade beim Mixing, wenn du einen gemasterten Song fürs Mixing als Referenzsong nimmst, dann solltest du unbedingt die Lautstärke anpassen. Denn sonst wirst du auch nicht zufrieden sein. Ja? Dann
Der nächste Punkt quasi Referenz. Du nutzt nur einen Referenzsong für einen, für einen Song zum Mischen oder Mastern. Solltest du auch überdenken oder such dir zumindest gewisse Elemente raus. Geh nach den Elementen, die in deinem Song drin sind, such dir danach mehrere Referenzsongs aus und vielleicht einen Hauptreferenzsong, an dem du dich grob orientierst, und für die Feinheiten hast du halt mehrere Referenzsongs. Dann ganz wichtiger Punkt nochmal, nutze auf jeden Fall Referenzsongs für den Bassbereich mit der gleichen Tonleiter, mit dem gleichen Basston. Ganz wichtig, damit du immer auf dem besten Stand bist und genau dich daran orientieren kannst, wie dieser Bass in deinem Raum klingt. Genau, so. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich es nicht ganz perfekt zusammengefasst, aber ihr wisst Bescheid, ihr habt ja alles gehört. Einen Punkt hatte ich noch ergänzt mit dem Level. Aber das sind die Punkte, die wichtigsten Punkte. Ich hoffe, das ist hilfreich für euch. Vermeidet diese Fehler, dann werdet ihr mit euren Referenzsongs auf jeden Fall sehr gut umgehen können und werdet auch zu deutlich besseren Resultaten kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, aktiviert unbedingt die Glocke, denn nur so werdet ihr wirklich über jedes meiner neuen Videos informiert. Und wenn ihr meine besten Mixing-Tipps haben wollt, dann könnt ihr die euch als Newsletter besorgen. Die kommen einmal wöchentlich. Dafür könnt ihr einmal oben im Video klicken oder einmal unten in der Beschreibung. Sobald ihr das getan habt, kommt ihr auf meine Seite, wo ihr einmal eure E-Mail-Adresse eintragen müsst. Und wenn ihr das getan habt, schicke ich euch auf einen Schlag gleich 5 meiner besten Mixing-Tipps in einer Mail zu, damit ihr direkt einen Kickstart sozusagen bekommt und gleich loslegen könnt. Falls euch das irgendwann nicht mehr interessieren sollte oder euch doch nicht weiterhilft, aus welchem Grund auch immer, könnt ihr euch natürlich jederzeit wieder problemlos abmelden. Gar kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist Philipp von atmischenlernen.de. Ciao.